Wir fordern eine Stadt für alle, doch Regensburg ist keine Stadt für alle. In ganz Deutschland steigen die Mietpreise unaufhörlich. Der Wohnungsmarkt ist nur noch für einen Teil der Bevölkerung zugänglich und die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Auch Regensburg ist nicht ausgeschlossen von dieser Problematik. Selbst Studentinnen und ArbeiterInnen, die auf die Innenstadt angewiesen sind, können sich Wohnungen in dieser nicht mehr leisten. Stattdessen müssen sie umständlich aus dem Umland oder anderen Städten hierher pendeln, teilweise Stunden. Das Ganze ist zwar unangenehm, doch wir fragen uns, was ist mit denen, die sich nicht mehr über Wasser halten können? Wie geht es den Menschen, die täglich am Existenzminimum stehen und mit weniger Hilfe rechnen können? In Deutschland gibt es mittlerweile über 650.000 obdachlose und wohnungslose Menschen. Die Tendenz steigend. Dunkelziffer ist wohl weitaus höher, da es in Deutschland keine gesetzliche Grundlage für eine einheitliche Wohnungsnotfallberichterstattung gibt. Ursache für Wohnungslosigkeit sind die Verbindungen von mangelhafter Wohnungspolitik, sozialer Armut, Ausgrenzung und ungenügend funktionierenden sozialen Diensten, die Menschen in überfordernden Krisensituationen auffangen. Im Freistaat Bayern gibt es keine offiziellen Obdachlosenzählungen und die letzte Obdachlosenregistrierung fand vor 5 Jahren statt. Stand 30.06.2017. Ab und zu wird über die steigende Gewalt gegenüber Obdachlosen gesprochen, von räuberischer Erpressung, schwerer Körperverletzung und Nötigung ist die Rede. Die Zahl der Obdachlosen steigt im 32. Bundesland immer weiter an. Ungenügende Hilfsangebote, Stigmatisierung und fehlende Statistiken machen es unglaublich schwer, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deshalb haben wir auch nur durch private Gespräche mit einem Streetworker von der Caritas herausgefunden, dass es aktuell über 400 Obdachlose in Regensburg gibt. Dass es in Regensburg so viele Menschen ohne festen Wohnsitz gibt, ist kein Zufall, denn um ein ausreichendes Angebot an bezahlbaren Wohnungen kümmert sich die Stadt Regensburg wenig bis überhaupt nicht. Von 1990 bis 2014 hat sich bei gleichbleibender Nachfrage die Anzahl an sozialen Wohnungen in Regensburg halbiert. 2010 gab es eine Änderung der sozialen Bauregelung, um Bauträger nicht zu verlieren. Dafür musste nur ein geringer Teil der bebauten Flächen den Status einer Sozialwohnung haben. Und zusätzlich war es möglich, sich von dieser Pflicht freizukaufen. Bereits seit 2011 war der Stadt laut Berichten bekannt, dass die Anzahl der Wohnungsbedürftigen und Obdachlosen tendenziell steigt. Dennoch trafen die versprochenen Änderungen zu langsam oder gar nicht ein. Denn zu dem Zeitpunkt, als die neue Regelung umgesetzt wurde, waren die großen aktuellen Bauprojekte in Regensburg bereits genehmigt. Sowohl das Marina-Quartier, Kandes 1 und das Dörnbergviertel mit einem Baubeginn von 2016 entsprechen nicht den Bestimmungen zu sozialen Bauten von 2012. So verfallen nicht nur alte soziale Bauten, es kommen auch keine neuen hinzu. Allgemein hat man das Gefühl, dass die Stadt Regensburg mit der trägen Umsetzung ihrer Versprechungen eher daran interessiert ist, eine gute Atmosphäre für Investoren, Grundstücksspekulation und Bauträger zu schaffen, anstatt für Wohnungssuchende in Regensburg. Dies sieht man deutlich an den steigenden Wohnungspreisen im Vergleich. 2016 kostete der Quadratmeter 7,77 Euro. Mittlerweile liegt der Quadratmeterpreis bei 10,27 Euro. Das sind ganze 2,50 Euro pro Quadratmeter in nur 5 Jahren. Gleichzeitig lassen die Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose in Regensburg zu wünschen übrig. Es gibt zwar das Kälteschutzhaus in der Landshuter Straße, doch leider kann man dort als obdachloser Mensch nur eine Nacht verbringen und dieses Angebot existiert nur im Winter. Für viele kommt die Notunterkunft in der Taunusstraße ebenfalls nicht in Frage, da die strikten Regeln den Aufenthalt für viele Obdachlose erschweren. Dazu zählen Regeln wie kein Zutritt für alkoholisierte oder kranke Menschen, eine Sperrstunde ab 22 Uhr und der altbekannte Rauschmiss in den frühen Morgenstunden. Die einzige Notunterkunft, in der ein längerer Aufenthalt möglich ist, ist die in der Aussinger Straße. Zu dieser haben jedoch alleinstehende Obdachlose keinen Zutritt, sondern sie ist für Familien und Obdachlose mit besonderen Bedürfnissen gedacht. Die Zustände sind katastrophal. Es soll keine funktionierende Heizung geben, der Schimmel breitet sich aus und die Gemeinschaftsduschen sind im Keller zu finden. Umso schlimmer, wenn man bedenkt, dass von den 130 Menschen, die dort leben, 51 Kinder sind. Und von daher? Die Stadt will das Gebäude schon seit längerem abreißen und erneuern, jedoch ist, wie man das von der Stadt Regensburg kennt, bis heute noch nichts passiert.
Ein Anwalt hat sogar letztens festgestellt, dass sich die Stadt damit rechtswidrig verhält, als er erst mit juristischen Schritten erreichen konnte, dass eine schwerkranke, obdachlose Frau Zutritt zu den Notunterkünften bekommen hat. Laut einem Bescheid vom Bayerischen Verwaltungsgericht von 2017 hat nämlich grundsätzlich jeder Obdachlose einen Anspruch auf ganztägige Unterbringung. Und dies ist mit dem bloßen Kälteschutz für eine Nacht nicht getan. In Regensburg gibt es aktuell über 130 Leerstände und in jedes dieser Häuser könnte wieder Leben treten, wenn die Stadt sich nicht lange aus der Verantwortung ziehen würde. Es müssen noch immer Menschen auf der Straße leben, frieren, doch damit könnte jetzt Schluss sein. Wir wollen nicht, dass weiterhin potenzieller Wohnraum verrottet, kaputt geht und ungenutzt leer steht.